Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder pchm.de und zwar mit dem Marki Playoffs Gaming PC für 1649 Euro runtergesetzt von 1899 Euro. Das System wurde mir vorgeschlagen von Gladiator bei uns im Videovorschlägekanal und den schauen wir uns jetzt mal an. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild. Das ist das stinknormale Gehäusebild, also nichts Besonderes. So ist das auch in Ordnung. Entweder wirklich das System abbilden oder eben nur das Gehäuse. Das passt soweit. Bevor wir zu den Komponenten kommen, gibt es hier noch so eine optionale Angabe. Dein PC wird live im Stream gebaut auf twitch.tv/pchmg. Schaue ich auch ab und zu mal rein, gibt es dann Reactions und solche Geschichten. Da wir nicht täglich streamen können, kann sich deine Bestellung durch die Auswahl dieser Optionen etwas verzögern. Du bekommst per Mail Bescheid, sobald feststeht, wann dein System gebaut wird. Wenn du nicht live zuschauen kannst, bekommst du im Nachhinein das VOD des Streams zur Verfügung gestellt. Okay, wer das haben möchte, kostet allerdings 75 Euro extra. Das bedeutet im Umkehrschluss, sie machen Geld damit, Content zu erstellen, euren PC zu bauen, plus die 75 Euro und ihr erkauft euch damit die Verzögerung der Lieferung, wenn es schlecht läuft. Ich fände das cool, optional, aber ohne Aufpreis. Wer damit klarkommt, den PC dann ein paar Tage später zu kriegen, okay, dann sieht man, wie er live gebaut wird. Aber dass die dadurch Geld verdienen, um Content zu generieren und euch dann noch Geld aus der Tasche ziehen, finde ich ein bisschen makaber. Kommen wir jetzt aber mal zu den Komponenten. Die Liste, ja, so ein bisschen Word oder Excel-like aufgebaut, egal, man sieht, was man kriegt. In dem Fall, das Gehäuse ist ein LC Power Shaded X, könnt ihr auch noch wechseln zum Lucid X. Wir nehmen jetzt die Standardangabe, LC Power Gaming 803B Shaded X Glasfenster. Das bringt schon 340mm Lüfter in der Front mit, die RGB beleuchtet sind, und 140mm Lüfter im Heck, der auch RGB beleuchtet ist. Oben sollen wohl auch noch 220mm Lüfter drin sein, sieht man jetzt hier auf dem Bild nicht, aber die werden sowieso ersetzt durch die Wasserkühlung, die hier verbaut ist. Schauen wir uns das Gehäuse aber mal an, sehen wir, das hat eine geschlossene Front, also eine Scheibe vorne, das heißt, der Airflow wird da nicht gegeben sein. Das lässt sich auch ganz gut hier dran erkennen, wir haben hier so ganz kleine Seitenschlitze, hier haben wir noch Seitenschlitze, die sind aber im Gehäuse, da kommt ein bisschen Luft rein, klar, weil die Wasserkühlung hier Luft raussaugt, genauso wie der Hecklüfter, aber Airflow-mäßig wird das nicht gut sein. Man sieht es hier halt auch in der Beschreibung, die Front ist geschlossen, großteils Glas, Lüftungsschlitze seitlich. Ja, das war's dann auch. Also ich persönlich würde so ein Gehäuse niemals nehmen. Sieht vielleicht cool aus, ja, hat aber keine großartige Funktion, was den Airflow angeht. Ich glaube, ich bestelle das sogar mal und dann teste ich das mal. Einmal mit einer offenen Testbench und einmal wirklich im Gehäuse. Also ich hätte da definitiv ein anderes gewählt. Und das kostet 66,16 Euro bei Mindfactory. Der Prozessor, es ist ein AMD AM5-7600X. Der hat 6 Kerne, 12 Threads, 105 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR5-5200MTS. Auch den könnt ihr, wenn ihr 2-Riegel benutzt, mit 6000 locker laufen lassen. Hatte ich schon im letzten Video gesagt, bin ich kein Freund von, also von diesem Prozessor. Der 7500F hätte ganz dicke gereicht oder direkt vernünftig machen, 7800X3D, seht ihr aber gleich in der Alternative. Das ist bei Scott kein schlechter Prozessor, aber er wird sehr warm, hat marginale Leistungssteigerung gegenüber einem 7500F, der deutlich effizienter ist. Also ich hätte auch einen anderen Prozessor genommen. Und der kostet 185,04 € bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein MSI B650 Gaming Wi-Fi. Das heißt natürlich MSI B650 Gaming Plus Wi-Fi. Ich hatte mir schon mal ein System von PCAMG angeguckt, da war das auch falsch beschrieben, aber wenn man auf den Link klickt, kommt man halt auf dieses Board. Das hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann eine SSD verbaut werden, hier unten noch eine weitere SSD, hier kommt die Grafikkarte rein, dann habt ihr noch 2 Erweiterungsslots für eine Capture-Karte, eine extra Soundkarte, USB-Erweiterungskarte, was auch immer ihr da reinschmeißen wollt. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1, WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss, 4x USB 3.0, 3x USB 3.1, USB Typ C ist mit am Start, Netzwerkanschluss, die Onboard-Grafik, ja, die könnt ihr bei dem 7600X benutzen, wenn die Grafikkarte abbraucht, beim 7500F würde das nicht gehen, aber ihr nehmt sowieso die Anschlüsse der Grafikkarte, ist halt wirklich nur nett, wenn die Grafikkarte die Füße hoch macht und ihr unbedingt noch ein Bild braucht. Das ist jetzt kein besonderes Board, wird aber gerne genommen, weil es relativ günstig ist. Da könnt ihr sogar ein 7800X3D draufschmeißen, wenn ihr das möchtet, weil die AMD-Prozessoren sowieso nicht so viel Leistung fressen. Und das kostet 165 € bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine AMD RX 7800 XT. Da wir hier nicht genau wissen, was wir bekommen, nehmen wir die günstigste, wie immer, wie wir es in allen Listen machen. In dem Fall die Acer Nitro Radeon RX 7800 XT OC 16 GB. Das ist eine gute Grafikkarte für WQAD, natürlich auch Full HD Gaming, wenn ihr es unbedingt wollt. 4K ist so ein Thema, kommt auf die Spiele an. Ich sag's immer wieder, E-Sports-Titel ganz easy, AAA-Titel müsst ihr ein bisschen mit den Einstellungen spielen, schaut euch einfach den FPS-Test in der Videobeschreibung an. Und die kostet 479 € bei 0%shop.de oder bei Notebooks billiger. Der CPU-Kühler ist ein Arctic Liquid Freezer 2 240mm ARGB. Also erstmal eine 240er Wasserkühlung reicht für den Prozessor ganz dicke aus, gerade die Arctic ist eine gute Wasserkühlung. Es gibt auch schon die Arctic Liquid Freezer 3, warum sie hier die 2er nehmen, weiß ich nicht, wahrscheinlich irgendwie noch Lagerbestand, aber ist
nicht schlimm, funktioniert genauso gut, hat nur ein anderes Design. Also bei der Liquid Freezer 3 zum Beispiel wird der Pumpenkopf noch ein bisschen anders aussehen, die RGB-Beleuchtung, die ist okay. Ja, kann man nicht meckern, ist eine gute Wasserkühlung. Und die kostet 69,90 € bei Cyberport. Das Netzteil ist ein Seasonic Focus GX 750 Watt. Das hat 10 Jahre Herstellergarantie, ist 80+ Gold zertifiziert und voll modular und hat schon den neuen Stecker mit dabei, obwohl ihr ihn nicht bei der Grafikkarte braucht. Das ist ja eine AMD-Grafikkarte, die setzen noch auf die alten Stecker. Wenn es jetzt eine Nvidia sein sollte, was weiß ich, eine 4080 oder was, die haben schon den neuen Stecker, aber selbst der wäre mit dabei. 750 Watt für das System auch völlig ausreichend. Wollt ihr es ein bisschen zukunftssicherer haben, nehmt vielleicht ein 850 Watt. Ich weiß nicht, ob sie dieses Upgrade-System da irgendwie drin haben, dass man ein stärkeres nehmen kann, aber ich denke mal, wenn ihr die anschreibt und dann sagt, jo, ich hätte gerne 850 Watt, dann machen die das auch. Aber für das System, so wie es hier steht, gut gewählt, kann man machen. Und das kostet 107,99 € bei Mindfactory. Die SSD ist eine 1TB WDSN580. Die hat eine Lese- und Schreibrate von 4150 MB die Sekunde, bewegt sich also so im mittleren Segment. Die schnellsten SSDs in dem Bereich haben so 7000 MB die Sekunde, aber für einen Gamer ganz locker ausreichend, hat auch TLC-Speicher, ist in Ordnung. Ob ihr persönlich mit 1TB klarkommt, überlasse ich wie immer euch. Ich hätte mir vielleicht 2TB gewünscht, aber 1TB ist erstmal noch okay. Und die kostet 65,89 € bei Mindfactory. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB DDR5 6000 MHz CL32 oder besser. Man weiß aber nicht genau, welcher es wird. Da jetzt auf diesem kleinen Mini-Bild der Trident Z zu sehen war, nehmen wir den jetzt einfach mal. In dem Fall halt DDR5 6000 MHz CL32, 32 GB, auch völlig okay, kann man so machen, warum nicht? Wobei CL30 hätte mir besser gefallen, aber sie schreiben ja dabei. Oder besser. Und der kostet 113,90 € bei Cyberport. Was hier auch noch mit dabei ist, Windows 11 wird vorinstalliert, allerdings ohne Key. Wenn ihr einen Key haben wollt, müsst ihr den dabei kaufen. Wollt ihr einen USB-Stick zum Neuinstallieren, müsst ihr den auch dabei kaufen. Ihr könnt auch Windows komplett weglassen, kostet dann 25 € weniger. Dann schauen wir uns da mal das Endergebnis an. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1252,88 €. Und das System kostet 1649 € runtergesetzt von 1899 €. Da seid ihr jetzt bei einem Aufpreis von knapp 400 €. Jetzt kann man natürlich noch sagen, ja, wir müssen noch ZPU bezahlen und die Versandkosten und alles. Ja, das mag sein, berechne ich aber auch nie bei gar keinem Video. Egal, um welchen SI es geht. Ich zeige immer den Selbstbaupreis. Klar, da kommen teilweise noch Versandkosten dabei. Bei Mindfactory zum Beispiel zwischen 0 und 6 Uhr sind da überhaupt keine Versandkosten drin. Na, ihr wisst, was ich meine. Und 400 € ist einfach viel zu viel. Ich weiß nicht, ob das irgendwas mit der Partnerschaft zu tun hat von Maki. Das scheint irgend so ein Influencer zu sein. Den haben sie sich jetzt dabei geholt. Der will natürlich auch einen Teil vom Kuchen abhaken. Aber 400 € ist viel zu viel. Und mich wundert das halt auch, weil ich habe schon mal ein Video über PCHM gemacht und da hatten sie irgendwie 170 € Aufpreis oder so, was noch völlig im Rahmen war, aber 400 in dem Preissegment viel zu viel. Da kann man vielleicht drüber reden, wenn so ein System über 3K kostet oder 3,5. Dann kann man sagen, 400 €, ja, Grafikkartenpreise schwanken, pipapo, aber hier geht's überhaupt nicht. Und ich zeige euch jetzt einfach mal auch eine Alternative, dass es halt auch anders geht, vom Systemtreff in dem Fall. Wir rollen jetzt immer so durch. Letztes Mal hatten wir, glaube ich, Dubaro, davor hatten wir MyPC und Krotos, jetzt ist mal wieder Systemtreff dran. Wir gucken immer so nach Angeboten und hier habe ich halt einen guten gefunden als Vergleichswert. Gucken wir uns erstmal das Gehäuse an. Ist ein MSI MacForge 320R Airflow. Hier sieht man eine Meshfront, die drei Lüfter und der eine im Heck sind auch schon mit dabei. Oben passt auch eine 360er Wasserkühlung rein, die auch schon mit dabei ist. Das heißt, ihr habt quasi Vollbestückung, was die Lüfter angeht und kein Problem irgendwie mit Airflow, weil es halt eine Meshfront hat. Wir bekommen den AMD Ryzen 7 7800X3D, der deutlich stärker ist im Gaming als ein 7600X. Den empfehlen wir andauernd. Effizienz, Preis-Leistung, top bei diesem Prozessor. Die Wasserkühlung ist die hauseigene Systemtreff ITS 360C Phaser, habe ich selber auch schon getestet, kann bis zu, glaube ich, 189 Watt habe ich sie getestet, kann die ab, erreicht der Prozessor sowieso nie, also von daher, und sie sieht auch noch einigermaßen gut aus, aber das ist Geschmackssache. Das Mainboard ist das gleiche. Wir bekommen 32 GB DDR5 6000 CL30, also nicht CL32, ist marginaler Unterschied, aber er ist da. Kingston Fury Beast Kit 2x16 GB. Anstatt einer Radeon RX 7800 bekommen wir eine 7900 GRE. Die 7900 GRE ist circa, ja, bummelig 10% stärker als die 7800er von AMD. Wir bekommen 750 Watt Netzteil ebenfalls, das hat ein bisschen kürzer Garantie. 7 Jahre anstatt 10 Jahre ist aber qualitativ auch völlig in Ordnung, hatte ich nie was dran auszusetzen. Auch eine 1TB SSD, die MSI Spatium M450, wobei man bei der natürlich sagen muss, die ist ein bisschen langsamer, die hat nicht 4150 MB die Sekunde lesen, schreiben, sondern 3600 zu 3000, reicht für einen Gamer immer noch.
aber eben halt auch nur 1 Terabyte, müsst ihr selber wissen. Hier ist Windows 11 allerdings schon dabei, aktiviert und auch installiert und ihr bekommt halt diese 3 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht ohne Aufpreis. Habe ich schon mal gesagt, so ein Jahr extra Garantie kostet so zwischen 50 und 70 Euro, haben wir aus der Geisterliste aber wie immer rausgelassen, ist aber halt mit dabei. Schauen wir uns da mal die Liste an, haben wir hier die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung als Vergleich, das Netzteil und Windows und da kommen wir auf den Gesamtpreis von 1537,73 Euro und das Teil kostet 1599,90 Euro. Da habt ihr jetzt bummelig einen Aufpreis von knapp 60 Euro. Da gibt es keinen Grund für mich, das System vom PCHM zu kaufen, nur weil irgendwie Maki oder was da drauf steht. Dann nehme ich eher das hier. Ihr könnt die Preise auch immer tagesaktuell vergleichen. Ich verlinke hier alles in den Videobeschreibungen. Einmal den PC mit Geisterliste und FPS-Test, dazu den anderen PC mit Geisterliste und FPS-Test. Und dann könnt ihr mir eure Meinung auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Also es gibt keinen Grund für mich, dieses System zu kaufen. Und ihr findet auch andere Alternativen. Sei es Dubaro oder auch Krotos oder auch MyPC. In dem Preisbereich gibt es viele Alternativen. Das ist einfach so. Gut, das wär's dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.